Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, ob eine Schwägerschaft nach einer Trennung bzw. einer Scheidung weiterhin Bestand hat. Bei einer Hochzeit ist es ganz normal, dass die Geschwister der Braut die Schwager und Schwägerinnen vom Bräutigam werden. Und genauso ist es umgekehrt. Die Geschwister des Bräutigams werden zu Schwagern und Schwägerinnen der Braut. Nun ist aber die Frage, was passiert, wenn sich das Paar wieder trennt, beziehungsweise das Paar geschieden wird? Laut Paragraf 1590 Absatz 2 im BGB heißt es: Die Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch die sie gegründet wurde, aufgelöst ist. Also, wenn ihr einmal geschieden seid, habt ihr trotzdem weiterhin noch Schwager und Schwägerin, wenn eure Frau Schwestern und Brüder hatte. Genauso umgekehrt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag ein wenig weiterhelfen, würde mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!